Hallihallo, mal wieder aus meiner Küche. Und zwar haben wir jetzt diese wahnsinnige schöne Feigenzeit. Wie ihr seht, war ich auch schon sehr, sehr fleißig. Was ich euch empfehlen möchte. Also erstmal zeige ich euch nachher nochmal, wie es aussieht. Also bleibt dran an dem Video. Habe ich die Feigen gewaschen und hier schon reingelegt. Die schneide ich jetzt auf und mache jeweils so kleine Speckstückchen rein. Dann ist mein absoluter Tipp, weil es ja im Winter keine Feigen, keine frischen gibt. Und naja, gut, mit den getrockneten schmeckt das bestimmt auch lecker, wenn man die mit Speck ummantelt sozusagen und im Ofen macht. Aber ich habe das jetzt mal ausgetestet. Deshalb habe ich auch so viel eingeweckt, weil die eingeweckten, die habe ich so im Ganzen gelassen, auch mit dem kleinen Stiezchen dran, rausgenommen und genauso reingelegt wie die hier und dann auch mit Speck gefüllt, schmecken fast genauso lecker wie die ganz frischen. Und das ist natürlich grandios, deshalb habe ich wahnsinnig viel eingeweckt. Das ist bloß hier ein bisschen was. Oder vielmehr die vernünftigsten Gläser, bei den meisten sind dann noch die alten Aufkleber dran. Ja, damit ich dann im Winter auch diesen herrlichen Geschmack habe. Wie ihr seht, habe ich auch ein paar dunkle Feigen mitgepflückt, aber die gibt es wirklich sehr, sehr selten. Die meisten sind hell, dann entweder so ein bisschen hellrosa drin oder richtig dunkelpink drin. Die schmecken auch fantastisch, richtig schön fruchtig. Aber am allerbesten, vielleicht auch weil sie so selten sind, schmecken halt die ganz dunklen und gerade mit dem Speck. Also ich hänge euch das nochmal hinten ran, wie das aussieht. Dann bleibt dran. So sieht das Ganze jetzt aus. Total schön. Jetzt kommen die in den Ofen und ich zeige sie euch danach nochmal, wie köstlich die aussehen. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt, weil es ist einfach fantastisch.